Sie haben jetzt gesagt, Sie haben nichts falsch gemacht. Ich dachte ehrlich gesagt, Sie nutzen diese Gelegenheit heute hier vor der Öffentlichkeit, einmal zu sagen, das war ein Fehler. Weil aus verschiedenen Gründen, und zwar, weil ich glaube, wenn man an Ihr Bild in der Öffentlichkeit denkt, ich bin überhaupt nicht Ihre PR-Beraterin, möchte das auch nicht sein, aber Ihr Bild in der Öffentlichkeit wäre, glaube ich, deutlich besser, wenn Sie nicht sich immer hinter Argumenten verstecken würden, die letzten Endes nicht wirklich plausibel sind, sondern wenn Sie einmal sagen würden, es war ein Fehler, weil jeder Bürger merkt, dass da was schiefgelaufen ist. Wenn man einfach mal den Vergleich macht, Sie hätten den Vertrag nicht unterschrieben, gäbe es jetzt weder einen Untersuchungsausschuss, noch gäbe es ein Schiedsverfahren, noch würde der Haushalt, würden da Strafzahlungen von 500 Millionen drohen. Wir hätten auch keine Maut, aber so haben wir auch keine Maut. Und Sie haben das alles am Bein. Warum sagen Sie nicht, es ist falsch?